So, da sind wir wieder zurück bei Far Cry 4. Moment, jetzt habe ich meinen Wegpunkt weg gemacht. Wir gehen mal zu Nurs Festung und machen das mal. Die ist aber nicht frei, freigeschaltet. Nicht. Nicht? Sagt man. Nicht, nicht so leicht wie die gerade anscheinend. Nicht geschwächt. Vielleicht nehmen wir davor noch den Turm ein, dass wir was sehen. Können wir machen. Schmeiß dich oben auf den Turm. Das wäre doch eine gute Idee. Schmeiß dich oben auf den Turm raus, ja. Aber bitte lass den Hubschrauber nicht abstürzen. Nee, ich schmeiß dich oben auf den Turm raus. Dann stürzt du den ab. Okay. Weil ich bin schon mal oben gelandet auf so einem Turm und dann. Ja, ich glaube, mein Hubschrauber wird abgeschmiert. Ja, das kommt vor. LOL! Du stehst da hinter mir auf dem Hubschrauber. Echt jetzt? Ja. Ja, ich stehe irgendwie auch. Oh, mein Hubschrauber schmiert ab. Maximale Flughöhe erreicht. Nein! Kommen wir da überhaupt ran? Aber was hast du gemacht? Plastik und haben wir so eine Mongo-Spritze gegeben. Okay. Frag mich gerade, ob wir hier rüberkommen. Ja, ob wir außen rumfliegen müssen. Ah, ich kann ja, wenn ich da neben dir stehe, kann ich auch mit anderen Seitenwaffen spielen. Anderen Waffen einfach schießen und spielen. Scheiße. Okay, mir ein Problem. Ich muss außen rumfliegen, weil da über den Berg kommen wir nicht rüber. Da wird die Luft zu dünn, da kann man nicht rüberfliegen. Scheiße. Aber guck mal, hier kann man glaub hochlaufen. Ich würde gerne interessieren, wo das verfickte Yeti Easter Egg ist. Gibt 100 pro 1. Ja, und vor allem Himalaya. Himalaya. Ist ja prädestiniert, dass es hier irgendwo ein Yeti gibt, der Roman. Kann bestimmt auch kaputt machen, der scheiß Yeti. Aber dann hier unten, das war nach Natur? Ne. Sag mal. Alles in Ordnung. Hab ich noch? Kommen meine Battlefield 4 Skills wieder zur Geltung? Battlefield 4 Skills. Hey, was schon? Nix, gar nichts. Battlefield 4 News, ja? Den Hubschrauber und die ganze Flieger, die Patches jetzt nochmal, machen sie wendiger und TV-Rakete wollen sie auch ein bisschen umändern. Und Battlefield 4 wird erweitert bis 2015? 15? Genau. Also ich meine. Ganze Jahr kann man umgekämpft. Warte! Hä? Warte schon. Was du schon? Da ist noch einer, da ist noch einer! Ah! Ordner entdeckt. Nee. Hä? Ordner wurde entdeckt. Anscheinend entdeckt! Oh. Karma! Ereignis abgeschlossen! Die nur. Ist ja die Tussi in dem, in der Arena, wo man die Arena-Kämpfe macht. Richtig. Und ich habe irgendwie gedacht, dass das eine gute wäre. Warum müssen wir die umbringen? Warum müssen wir der ihre Festung einnehmen? Ja, weil... Ja? Die muss doch für den Pergamin arbeiten, oder? Weil die ihre Familie hat oder so? Mhm. Der ihre Familie hat oder so, Scheiß. Hallo, oh, guck mal, da ist so ein Fritz. Oh, voll daneben geschielt. Mal! Irgendwas habe ich getroffen. Da müssen wir glaube ich durchsuchen. Hinter uns ist noch einer. Gar nicht. Geh mal weiter runter, dann steige ich kurz aus. Oh oh! Ja, lande auf mir, du Assi! Schatz bekommen! Karma-Ereignis abgeschlossen. Hallo! Du musst glaube ganz runter, dass ich ansteigen kann. Ja, schon die, hast du die Vektor. Ja. Cool. Haben wir noch gar nichts gesehen. Ist geil. Hohe Feuerrate, oder? Geht ab? Ja. So wie bei COD halt. Ah, guck mal. Hier ist ein Laster. Geh's drauf. Wo ist ein Laster? Hey, bei uns. Da ist kein Laster bei mir. Da stand nur ein Feind rum, Alter. Was laberst du? Da ist kein Laster, Alter. Hier ist dein Laster. Alter. Oh, oh, hör, ist das die Festung? Nee, das ist ja die Außenbaustelle. Ach komm, ja, und gleich mit. Dreh dich mal ein bisschen. Ich kann so nicht arbeiten. Hä, du kannst nicht schießen, warum? Nein, weil ich nicht so weit rüber zielen kann. Muss ich mal nach rechts drehen.
Ja, nach rechts drehen? Ja, dein ganzen Hubi. Na, zu spät. Der Granat war schon voll OP, weil schließt schon Hufe aber drüber. Schließt schon drüber. Oder kann man da auch C4 runterschmeißen? Haben wir gar nicht ausprobiert. Hab ich nie ausprobiert. Warte mal, hab ich das dabei? Ja, hab ich. Ja, kann man. Du kannst machen, aber ich nicht als Pilot. Okay. Dann ja, ich kann auch alle Waffen hier auswählen als Seiten. Nee, ich will kurz Missione holen. Ich will nur einen Platz finden, wo ich hier das Ding landen kann. Steig doch einfach aus. Nein. Ich übernehme dann. Ja, sicher. Wie bei Battlefield. Klappt immer. Ja, also Battlefield. Wie war das mit den Battlefield Skills? Klappt's bei dir? Ja, und wie klappt das manchmal einfach nicht? Ach, danke für meine Propaganda, die du wegmachst. Kein Ding. Alter, mach schon mal die Türe hinter dir zu. Ich kann nichts dafür, das macht er alleine. Guck mal kurz nach neuen Waffeln. Habe ich hier noch was zum Verkaufen? Yep. Nach Waffeln, Kaufellen und Anpassellen. Ist das bei Einzigartiges oder? Welche, die Vektor? Ja, der Schredder heißt es. Schredder, ja. Ich hab das Ding nur ganz freigeschaltet. Da musst du Karma Level 6 werden. Karma Level 6, ich hab nur. Oh, ich bin 3. Nimm mal diesen Stormer mit. Stormer. Was für ein Ding? Ach, das ist da hinten. Das ist da hinten. Bin ich noch nicht gekauft. Die M700 Sniper ist stärker als die SVD, oder? Guckst du gerade. Bei Waffen. Ja, die Schallgedämpft. Die hab ich. Kannst du bei der anderen keinen Schalldämpfer drauf machen? Bei welcher? SVD kannst du nichts drauf machen. Du musst. Die nächste Sniper mit Schalldämpfer ist wieder besonderes hier. Ich nehm die M14 mit. Trooper. Guck mal, das ist der Trooper. Der Predator meinst du? Ja, richtig. ARM ist die große, ist ein Kaliber 50. Alter Schwede, wenn ich die mal cool habe. Eine Schrotflinte mit ACOG-Visier und Schalldämpfer oder was? Wollen die mich verarschen? Warrior sieht aus wie eine SKS oder so eine AK. Ich habe jetzt mal wieder die M14. Warrior ist eine AK Schallgedämpft mit Rotpunkten. Die habe ich schon. MS16. Ah, okay. Dinger. Ich find's übel assi, dass man für die Bushman Schallgedämpft mit Rotpunktvisier bis Level 10 in der Arena kommen muss. Was? Hier die Bushman, hier die Schallgedämpfte M4. Ja? Da muss man ja bis Level 10 kommen in der Arena. Aber. Das dauert ewig, ich bin gerade mal Level 4 jetzt. Also es ist nicht schwierig, aber es ist schon die Zeit intensiv. Sind noch zwei Tiger? Für mich zumindest. Ich muss mal kurz gucken, ob ich Tigerfell brauche. Tiger? Fähigkeiten. Ich brauche kein Tigerfell gerade. Vorne haben wir noch einen Wachturm, den können wir auch noch freischalten. Oh, dann machen wir das mal. Oh. Brum, brum. Oh, guck mal, da ist ein Nebelbart. Fuck, wenn ich den Granat auf den Luft jag, dann kann ich nicht mehr. Na, Schoss. Guck mal, da unten ist ein Gegner. Ich zoom grad hin, dann zerfetzt es. Ja. Partner entdeckt, weil wir schon immer Partner entdeckt. Wenn da unten ist noch ein Propaganda, kann man die wegschießen. Ja, ich kann Molotov-Cocktail hinschmeißen, wenn du da ein bisschen näher ranfliegst. Und dich noch drehst. Nach links. Mit dem Granatwerfer. So? Oh, das geht gar nicht mit dem Granatwerfer. Doch, Propaganda hat zerstört. Ja, mit dem Molotov geht's, aber mit dem Granatwerfer nicht. Aber nicht! Du hast doch gerade kaputt gemacht, oder? Ey, ich hab den gerade Molotov geschmissen. Nein, du hast gerade geschossen. Okay. Ich konnte nicht laufen, ich weiß, ich kann mich nicht nach links drehen, ich kann nur rechts gucken gerade. Aber ich bin rechts drauf. So wie bei Battlefield. Na, scheiße. Kannst du hier runter hüpfen? Und da hinfliegst? Shit. Tot? Nö. Ich kreise mal außer rum. Dann kreise er bitte. Da war irgendjemand. Sind wir da drin oder was? Guck mal, wo das Propaganda-Poster hier ist. Ich seh das nicht. Das ist ein Geiseldrama. Irgendwo. Du kannst hier das Propaganda-Poster kaputt machen. Hier ist gerade ein Geiseldrama. Okay, ich hab die Geisel gerettet. Stimmt's auf dich. Okay. Doch. Vielen Dank.
Gut. Dann hole ich dich wieder ab. Boah, ist das ein Scheiß. Boah. Ups. Da ist er geflogen. Was ist denn dieses Propaganda-Dings? Oh, das Gelaber geht mir so auf den Sack. Ja, das ist halt Propaganda. Oh, ich hoffe mal, ich schmier jetzt nicht ab, während ich in der Animation bin. Mach ich wieder. Ich glaube, du bist abgeschmiert. Nicht explodieren? Ich glaube schon. Nein. Niemals. Kalinak oder sowas. Ja, du bist gestorben, weil du bist auf einmal neben mir. Ja, weil ich wurde teleportiert. Na super. Da unten ist noch irgendwas los. Abse. Gut. Hast du das Poster schon gefunden? Nee, der schwirrt direkt unter uns irgendwie. Das Feuer! Der Hunde kommt schon, dann fein der Grand. Ich sehe in der Mitte, schon am Boom. Die Hälfte des Landes, dank dir. Bald kann man die Wahrheit nicht mehr einfach ignorieren. Okay, Amita schätzt mal wieder. So. Ah, ich hab's gefunden. Gefunden? Ganz unten. Hat er gefunden? Ah, guck mal, es ist gerade nicht so weit bis zur Festung. Da unten haben wir nochmal Propaganda. Ja, bitte was? Ein Adler? Ein Adler? Ein scheiß Adler durch die Gegend. Die Adler sind voll übertrieben, hey. Die nerven einfach nur. Ja, der Hubschrauber ist jetzt down oder was? Ja, offensichtlich wurde ich zu dir hin teleportieren, der Hubschrauber ist kaputt. Ah, fuck. Ja, macht doch nichts, wir sind ja gleich vor Ort hier. Wo ist die Kiste hier? Oh, guck mal, hier ist wieder ein Haus. Mich interessiert, ob ich dir eigentlich Schaden mache, wenn ich auf dich schieße. Leichen? Wenn die Flammen oder auf? Okay, ich krieg keinen Schaden, aber es wird mir anzeigt, dass du mich triffst. Okay. Gut zu wissen. Okay, dann gehen wir jetzt zur Festung, dann können wir gleich mal einen Cut machen, wir sind schon wieder 20 Minuten drin gleich. Unglaublich, wie die Zeit vergeht. Jep. 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 Hui! Alter, die sieht schon ein bisschen mächtiger aus irgendwie. Puh! Kommen wir da auf den Berg da oben drauf? Ja, ich denke mal, ja, komm mal da links für den Weg lang, glaube ich. Von oben runter können wir uns abseilen. Mal Karian. Müssen wir da oben da irgendwie auf den Berg? Sieht so komisch aus. Sieht so aus, ja. Wie wenn... Ah, warte mal. Ich glaube, da kann man vom Berg aus rein und von vorne rein. Da müsste man einen Schleichweg im Berg dann geben, so wie vorhin. Da kommt man auch unten über das Wasser rein. Wir kommen da links. Scheiße. Führt doch eine Treppe hoch. Wir schwimmen mal rüber. Ja. Sniper. Hier, Amita schwätzt. Halte vielleicht lieber etwas Abstand. Sie wird schwer bewacht, solange nur am Leben ist. Ah, drauf geschissen. Hast du das auch gerade gehört? Ja. Drauf geschissen. Hast du einen Sniper entdeckt? Okay. Lass mal die mal in Ruhe, sonst wird wieder die Leiche entdeckt. Bagadur. Okay, dann gehen wir jetzt mal langsam nach Öben. Oh, der stöhnt immer ein Stück. Hä, ja, du spielst auch den Herc. Hast du die Mission eigentlich mit dem Herc schon gemacht? Eine, glaube ich, oder zwei. Das ist wirklich so abgefuckt. Ja, das ist übel geil. So. Okay, dann gehen wir hier mal kurz ums Eck. Okay, mystische Musik ertönt. Oh, da geht's glaube ich schon los hier. Nee, doch nicht. Hast du Wurfmesser am Start? Die sind voll geil. Ja, die machen die auch hier. Irgendwo. Mal da hab ich sie. Oh, guck mal, hier unten ist schon Alarm, den können wir gleich ausschalten. Können wir hier runterhüpfen eigentlich? Ich hätte jetzt hier mal. Nee, da ist. Doch, da unten ist's. Geil, da kann man sich viel runterschmeißen. Das Gefühl, dass ich gleich runterfliege. Also, ich bin jetzt hier ganz oben. Siehst du mich? Mhm, ach, ich bin näher bei dir. Muss man eigentlich alle drei Alarme ausschalten? Ja,
Aber pro Alarm ist praktisch eine Welle weniger. Das heißt, wenn drei Alarme losgehen, kommen dreimal so viel, wenn einer bloß losgeht, kommt es einmal so viel. Okay, das wusste ich nicht. Das würde ich sagen. Also das Cut. Weiß ich zumindest so, ne? Ja. Bist auch intelligenter als ich. Total, Alter. Gut. So, dann machen wir ein Cutchen für diese Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann hoffentlich gleich wieder, wenn wir Moose Festung einnehmen. Tschüss. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine.